Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von DayZ. In der letzten Folge hatten wir einen ziemlich schlechten Start. Wir haben ja eine Wundverletzung gehabt. Ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt, was da los ist. Ich konnte es aber leider auch nicht heilen. Hab dann Selbstmord begangen und ja. Dann wollten wir wieder zu unserer Leiche laufen, weil wir wieder oben rechts gespawnt sind. Aber die Leiche ist nicht da. Ich mache jetzt erstmal Feuer, damit wir unser Hähnchen braten können. So, jetzt hat. Und dann hoffe ich, dass alles besser laufen wird. So, langer Stock hier rein. Ich brauche. Nein, was machst du? So, einen kurzen brauche ich. Dann brauche ich einmal das, dann den Feuerbohrer. Und ja, mehr brauche ich erstmal nicht. Bis das Feuer erstmal an ist, weil es muss ja erstmal auch auf Temperatur kommen. So, den Langstock. Ich habe doch noch einen Langstock hier gehabt. Den spitzen wir mal gleich an. Und dann hole ich mal noch mal ein paar kleine Stöcke, damit das Feuer ja nicht ausgeht. Dann müssen wir noch das Hähnchen teilen. So, schmeißen wir mal das Hähnchen da raus. Da ist mein Steinmesser. So. Dann teilen wir den auch noch auf. Dann haben wir noch mal drei kurze. Die hauen wir da auch rein. So. Und auf jeden Fall. Ach, das Steinmesser ist im Arsch. Okay. Dann nehmen wir halt das andere. Auf jeden Fall darf ich nicht vergessen, meine Hände gleich zu waschen. Sonst bin ich gleich wieder krank. Die Vitamine habe ich ja jetzt leider nicht mehr. So, Hände waschen. Dann habe ich halt fast nichts mehr zum Trinken. Aber ich weiß halt jetzt nicht, ob da irgendwo ein Wasser wäre. Also eine Wasserstelle. Weil dann könnte ich ja einen improvisierten. Wie heißt das? Ja, so ein Kochstand halt. So ein Dreibein sozusagen. Bloß das ist ja kein Dreibein, sondern ja, ein Vierbein. Was weiß ich, wie das jetzt heißt. Ja, dann könnte ich halt das Wasser kochen damit. Ach, ich muss ja erst den Stock nehmen. Und dann rösten wir mal. Das dauert jetzt auch wieder 45 Sekunden pro Steak. Beziehungsweise pro Röstvorgang. Ach, ich dampfe jetzt einfach nebenbei. Dann wird die Zeit auch schnell vergehen. Na komm. Ich glaube, es ist doch sogar noch eine Zeit lang hell. Okay, Fleisch Nummer 1. Und ach, da können wir uns hier auch nochmal das Plus aufbauen für die Temperatur. Das ist auch nochmal ganz gut. Aber zwei Hühnchensteaks ist halt echt mager. Das bringt mir halt so gut wie nichts. Aber besser als nichts. Was ich auch noch ansprechen wollte, als 1000-Abonnenten-Special habe ich vielleicht geplant, dass wir mal einen YouTube-Livestream machen zusammen. Dann könnten wir uns halt auch treffen, zusammentun, in-game. Könnten halt dann auch mal zusammenzocken, weil das haben sich ja
viele auch mal gewünscht, dass man einfach mal zusammen auch spielt. Die Knochen wollte ich noch mitnehmen, genau. Und ja, das ist so halt in Planung erstmal, dass ich vielleicht sowas mal mache. Falls ihr darauf auch Bock hättet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja. Aber ich bin echt schockiert, wie schnell das auf einmal ging mit den Abonnenten. Also es kam einer nach dem anderen. Ich bin in der Früh aufgestanden und auf einmal waren es 15 Abonnenten mehr. Also Leute, vielen Dank. Klar, es ist jetzt nicht viel, aber für mich ist es auf jeden Fall sehr viel. Jeder Abonnent zählt. Jeder Abonnent, der neu dazukommt, ist einfach ein Teil unserer Community dann. Und dafür einfach ein fettes Dankeschön. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich laufen soll. Ich glaube, dass ich hier unten rumlaufe. Watson-Brille, nimm mir mit. Ja, ich glaube, ich loot jetzt hier unten noch ein bisschen. Ich glaube, da unten ist sogar noch ein Brunnen, wenn ich mich nicht täusche. Okay, wir brauchen Rucksack. Wir brauchen Essen. Und trinken bräuchten wir jetzt nicht so dringend. Ja, verdorben. Trinken bräuchten wir nicht so dringend, da wir ja den Kochtopf haben. Und wir könnten ja so einen improvisierten Dingsbungs bauen da. Ja, also ihr wisst schon Bescheid. Mir fällt einfach gerade der Name nicht ein. Improvisierte Kochstelle? Nee. Heißt das so? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich wüsste auch gerade gar nicht, wie man das baut, aber ich glaube, irgendwie mit Stöcken auf jeden Fall. Drei Stöcke oder vier Stöcke und vielleicht noch ein Seil. Nehme ich mal mit. Kann man auch mal gebrauchen. Ja, ich lauf jetzt hier die ganzen Häuser noch durch. Vielleicht finde ich ja doch noch, ja, das ein oder andere Teil, das ich gebrauchen könnte. Wie zum Beispiel jetzt die Jotting-Tour, falls mir nochmal sowas passiert. Eine Nahkampfwaffe fehlt mir. Eine Plane haben wir hier. Könnte man halt für einen Unterstand hernehmen. Trainingsjacke, aber da ist nichts. Komm, hier. Hier ist der Vorschlaghammer. Ach, ich müsste was trinken. Nee, da ist gar nichts. Nur scheiß Baustellenhelm. Ja, doch, da unten muss ein Brunnen sein. Da laufen wir gleich hin. Oh, nice, ein Beil. 9x19. Habe ich da schon was? Ja. Schmale Brille. Dann hau ich den Schlagring jetzt weg. Weil dann kann ich mit der kleinen Axt kämpfen. Nee, Schmarrn, hier war der Brunnen, genau. Da oben liegt dann auch öfters mal eine Waffe rum. Und hier liegen öfters mal Pistolen rum. Aber das Glück ist nicht auf meiner Seite. Wir befüllen jetzt... Hoppala, was war denn das jetzt? Wir befüllen jetzt gleich den Kochtopf. Und die Plastikflasche. Und dann haue ich mir auch gleich den ganzen Kochtopf rein. Komm, wir trinken jetzt erstmal. Alter, vom Kochtopf kann man echt gut was trinken. Und wir laufen. Oh, okay, der Magen ist jetzt schon voll. Ach, da liegt noch ein Nähset. Ja, Kochtopf ist einfach der beste und geilste Gegenstand im ganzen Game. Also ohne Kochtopf
Da geht bei mir nichts. Ich brauche immer einen Campingkocher und Kochtopf. Das ist, ich finde, das sind einfach die wichtigsten Sachen in DayZ. Du kannst jederzeit dein Wasser abkochen. Du kannst jederzeit auch dein Essen kochen. Ach, jetzt nehme ich schon wieder Epoxidharz mit. Ich wollte das wegschmeißen. Du kannst, ja, jederzeit Wasser essen. Ja, es ist einfach geil. Denke mal, da wird auch nichts drin sein. Obwohl da oben, glaube ich, auch meistens mal ein Rucksack liegen könnte. Aber da liegt nichts. Ich laufe jetzt noch hier rein und das Grüne. Boah. Mit dem Essen wird es echt kritisch. Ist da was drin? Dosenspaghetti. Jawohl. Und 380 ACP. So muss es sein. Es läuft ja doch irgendwie. Schauen wir vielleicht hier bei den Autos. Leichte Wanderschuhe. Da im Kofferraum noch was. Nö. Schutzhelm. Da war ich noch nicht drin. Ja, finally! Oh, ich habe endlich meinen Vorschlaghammer gefunden. Geil! Ich glaube aber, dass der Vorschlaghammer genauso stark ist wie die Spaltaxt. Also zumindest bei einem aufgeladenen Schlag hast du meistens immer einen, ja, also mit einem Schlag killst du meistens die Zombies. Ich wollte die gar nicht mitnehmen. Ich bin jetzt gerade nicht nach links gelaufen, aber er ist trotzdem nach links gelaufen. Weiß nicht, ob das am Server liegt. Das Gebäude ist scheiße. Ich habe da was gesehen. Handschuhe! Glaube, jetzt läuft's. Ich kann doch aus einem Jutenbeutel. Ich glaube, aus einem Jutenbeutel und was noch? Ich glaube Seil, oder? Oder Stöcke. Konnte ich einen Rucksack bauen. Ich probier's mal jetzt kurz aus. Doch, da sind Stöcke. Ob ich aus dem Jutenbeutel und aus drei Stöcken. Ich glaube, ich habe das mal gelesen in den Kommentaren. Brennholz dann einfach spalten. Ich glaube, ein Brennholz sollte ja, glaube ich, drei Stöcke geben. Also wenn ich mich nicht täusche, habe ich das in den Kommentaren gelesen, dass das funktionieren soll. Drecksau, Alter! Hast du mich einfach gesehen? Nee, geht nicht. Brauche ich mehr Stöcke? Ich brauche vielleicht mehr Stöcke. Oder war das mit der Juten-Umhängetasche? Und dann drei Stöcke. Ja, wir probieren einfach mal aus. Vielleicht... Nee. Okay, dann hat sich's erledigt.
dann weiß ich gerade nicht, was es war, was ich da gelesen habe. Ich dachte, ich kann aus einem Jutenbeutel das craften. Naja. Dann halt nicht. Ach, der Vorschlaghammer ist einfach geil. Ich dachte, da vorne war ein Spieler. Ich schau mal kurz hier rein. Vielleicht liegt da eine Tasche drin. Jeansrock. Ja, die Kopflampe nehme ich jetzt mit. Vielleicht brauche ich es ja doch. Sagen, wir laufen weiter. Dosenspaghetti habe ich ja noch. Ah, snack ich die jetzt schon? Ja, komm, ich snack die jetzt schon. Das finde ich ist immer eine ziemlich komische Explosion. Ich weiß nicht, was das ist. Ob das irgendwie ein Konvoi-Crash ist oder... Weil ich höre das auch ab und zu mal, wenn ich ziemlich nah am Maprand bin. Da habe ich das auch schon öfters mal gehört, diese Explosion. Also, keine Ahnung, was das sein soll. Ah, hier wäre sogar Wasser gewesen. Falls der Brunnen nicht da wäre. Vielleicht finden wir hier noch einen Rucksack. Oh, ich dachte kurz, das wäre der wasserdichte Rucksack. Ist zwar in Gelb auch komplett für den Arsch, aber... Ein Angelhaken. Ach nee, jetzt habe ich sogar meine Angel verloren. Aber, ja mein Gott, ich kann ja eine improvisierte Angel bauen. Aber dafür bräuchte ich halt erstmal ein Seil, was ich auch nicht habe. Ein Hockeyhelm. Sind da keine Container mehr offen? Da, den kann ich noch aufmachen. Oh, ein Rucksack! Nice! Wenn wir jetzt so weiterlaufen, dann sollten wir in die nächstgrößere Stadt kommen. Von dort aus, glaube ich. Ich glaube, dann müsste schon der Steinbruch kommen. Hier diese Rillen hier drin, die werden auch gerne mal benutzt, um ein Lager zu bauen. Weil da nicht viele hinschauen. Die bauen da einfach nur hier ein Tor hin und dahinter... platzieren die einfach ein paar Kisten. Habe ich auch schon öfters gesehen. Aber ich glaube, da war einer beim Looten. Oh Leute, ich glaube, das ist frisch gelootet. Ich glaube, das rentiert sich schon fast gar nicht. Alles durchzugehen. Ich laufe ein bisschen weiter nach rechts. Wieso bin ich jetzt krank? Wahrscheinlich wegen dem Wasser. Oh Mann. Ein Seil brauche ich noch. Dann könnte ich mir Fische holen. Könnte mich dann hoch snacken.
Verschwommene Sicht. Verschwommene Sicht war doch eigentlich dann später auch erhöhte Temperatur, oder? Willst du da nicht hoch? Doch. Boah, ich weiß gerade gar nicht, was ich da jetzt auch machen müsste. Normalerweise sollte ja jede Krankheit sich behandeln lassen mit, ja, sozusagen ohne Medikamente. Also normalerweise müsstest du dich einfach hochessen, hochsaufen und dann sollte es auch eigentlich meistens gehen. Da war noch niemand. MK2 Magazin. Eine MK2 wäre auch cool. Eine bessere Mütze haben wir auf jeden Fall schon mal. Normalerweise kommt das ja auch durch Kälte. Ich hoffe, dass ich Medikamente finde. Dann geht's halt schneller. Oh, da hat jemand einen Reifen rausgeschmissen. Kopflampe haben wir schon. Wir haben noch gar keine Waffe. Mir würde ja sogar schon eine BK-18 reichen oder eine Sporter. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Das ist an sich eigentlich ganz nice. Weiß gar nicht. Nee. Nee, vergesst es. Das ist ein Wanderrucksack. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo das nächste Krankenhaus ist. Ah, nice, eine MK2. Mit Magazin und Schuss. Aber ich mache das Magazin jetzt raus. Dann leere ich hier das Magazin und mache das andere Magazin einfach voll. Nein, das war jetzt der falsche Knopf. Beziehungsweise ja, das passt schon. Also zum Zombies killen ist auf jeden Fall die MK2 wirklich eine verdammt geile Waffe. Alter, was machen die Leute hier? Warum schmeißen die ganzen Reifen raus? Lohnt sich das, da hinten reinzugehen? Da gibt es halt viel Winchester-Munition. Wo ist denn da ein Eingang? Ah, nice. Arbeitsschuhe in grün. Besser als rötlich-braun. Genau, hier haben wir schon mal Winchester-Munition. Eigentlich hier auch was rumliegen. Eine Feuerwerksbatterie. Nee, die zünden wir jetzt nicht. Da hinten war noch so ein Schießstand. Noch eine Feuerwerksbatterie. Alter. Da sind nochmal Slugs.
Kapuzenpullover. Ein Wärmekissen. Kalt ist mir auf jeden Fall nicht. Boah, man sieht schon wieder nichts. DR527 Magazin. Im Arma 2 DayZ Mod bin ich immer in den Shops reingelaufen, weil da gab es ja auch immer Sachen. Aber hier in den, also bei der Standalone-Version, also irgendwie habe ich da noch nie im Shop irgendwas gefunden. Boah, es ist schon echt arschdunkel. Pullover. Ja, ich habe immer noch kein Seil und ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe noch die Sprite, die gibt mir dann noch ein bisschen was. Wo ist denn hier der Eingang? Was ist denn das für ein Gebäude? Ah, hier ist ein Eingang. Ach, das ist das Gebäude, okay. Da liegt auch nichts. Na gut. Schaut schlecht aus. Aber Leute, ich würde sagen, hiermit ist die Folge zu Ende. Wir sind schon wieder bei 27 Minuten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge Medikamente finden oder ein Seil oder sowas, damit wir uns Karpfen holen können, also angeln gehen können. Damit unser Wohlbefinden einfach mal richtig hochgepusht wird. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen und abonnieren, liken nicht vergessen und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ciao!